eigentlich, glaube ich, brauche ich gar keine Schlafmaske. Weil es ist eh noch dunkel draußen. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in Ilias Welt. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wartet. Heute bin ich so früh wach, es ist schon dunkel und es ist noch dunkel draußen, weil etwas ganz, ganz Wichtiges für mich heute ist. Und zwar meine VWA-Präsentation. Das muss man hier in Österreich bei uns abschließen, wenn man zu Matura antreten möchte. Und das ist ein ganz langer Prozess, der davor ist. Da schreibt man die Arbeit und alles. Und heute ist meine Präsentation dazu. Und ich habe jetzt echt lang geübt und bin echt lang an der Arbeit und am Text gesessen, dass der irgendwie sitzt und Sinn ergibt. Und man hat eben nur auch beschränkte Zeit. Man darf nur 5 Minuten reden und muss eine 40-seitige Arbeit zusammenfassen, dass das jeder versteht. Das ist echt, echt schwierig. Jedenfalls habe ich mir gedacht, ich nehme mich heute einfach ein bisschen mit, weil es ist schon sehr interessant. Und ich habe auch extra, wir mussten ein extra Outfit dafür kaufen, weil es muss, da gibt es ganz strenge Regeln, was alles sein darf und was nicht sein darf. Also die Outfits dürfen nicht von der PowerPoint ablenken und die PowerPoint darf auch nicht von mir ablenken. Und man muss flüssig reden eigentlich und man darf auch keine Karteikärtchen nehmen, sondern nur diese ganz, ganz kleinen. Also am besten ist, wenn du auswendig sprichst. Und Schuhe dürfen nicht zu auffällig sein, Schmuck darf nicht zu auffällig sein. Also es muss echt alles dezent, dezent, dezent sein. Und wie ihr wisst, ich hasse dezent, aber heute muss es einfach mal sein. Und ich war gestern Abend noch duschen und habe über Nacht meine Haare hier im Handtuch ein bisschen trocknen lassen. Und hoffe, dass die jetzt einfach trocken genug sind, damit ich sie gleich föhnen kann. Und wir haben eine neue Kollektion bei Ilia Wears, und zwar Sleepy Husky. Und da gibt es jetzt super süße neue Sachen, also schaut unbedingt mal rein. So, und jetzt geht's gleich mal los. So, eigentlich wird das heute so ein bisschen eine Morgenroutine mehr oder weniger, weil ich zeige euch, wie ich mich schminke, ich zeige euch, wie ich meine Haare mache. Und ich fange jetzt einfach mal an. Ich brauche auf jeden Fall mal erstmal eine Creme im Gesicht. Achtung, die Kamera wird sich jetzt kurz bewegen. So, kurz mal zur Erklärung, wegen der VWA noch. Also das ist, in Deutschland heißt das ja Abitur. Ich weiß nicht, ob man in Deutschland sowas Ähnliches machen muss. Jedenfalls ist das eine Präsentation vor meinem Klassenvorstand, dem Direktor und beisitzenden Lehrern, glaube ich. Das ist ein Beisitzender und meinem Betreuer, also der Lehrer oder die Lehrerin, mit der ich gemeinsam an der vorwissenschaftlichen Arbeit geschrieben habe. Das Thema muss man schon auswählen in der 11. bzw. 7. Klasse. 11. für Deutschland, 7. für Österreich. Und muss es dann einreichen und dann hast du quasi ein Jahr Zeit, diese Arbeit zu schreiben. Das sind um die 40 Seiten. Man braucht 60.000, zwischen 45.000 und 60.000 Zeichen. Und dann schreibt man über ein Thema und da muss man auch so viele Richtlinien, so viele Sachen noch mitbedenken, was Layout angeht und Zitierregeln. Das ist wirklich ein Drum und Dran an dem allen. Und das habe ich jetzt das ganze letzte Jahr eben gemacht und habe die Arbeit abgegeben im Februar oder Jänner. Jänner oder Februar. Und jetzt ist eben die Präsentation dazu. Und da muss man einfach alles, was man geschrieben hat, diese 40 Seiten, diese 60.000 Zeichen, in einer 5-Minuten-Präsentation unterbringen, dass es jeder versteht und dass die Lehrer danach halt auch Fragen stellen können, falls sie noch welche haben. Der Betreuer von mir hat fix Fragen schon vorbereitet, einfach nur um zu checken, hey, hat die Arbeit wirklich selber geschrieben oder hat sie das, weil jetzt eben auch das Riesending mit ChatGPT ist. Da fragen sie einfach nach, wo du das auch gefunden hast und einfach genauer hinterfragen, ob die Kinder das selber gemacht haben oder also die Kinder, die Jugendlichen selber geschrieben haben oder nicht. Und ich bin mega nervös, Leute. Ich kann seit 2 Wochen nicht mehr ruhig schlafen. Bin die ganze Zeit nervös, weil ich einfach weiß, ich will diese Präsentation endlich hinter mir haben. Weil es halt für mich ein mentaler Stress ist, obwohl ich gar nicht weiß, warum. Ich glaube, es ist dann, ich stelle es mir aber viel schlimmer vor, als es dann eigentlich ist. Ich hoffe einfach, dass es gut wird. Es ist nämlich so wichtig, dass es gut wird, sonst ist es blöd wegen der Matura. Ja, na gut, ich warte jetzt kurz mal, bis meine Creme einwirkt. Ja,
Jetzt langsam wird es draußen schon so ein wunderschönes Blau. Ich habe eigentlich zuerst Make-up machen wollen und dann Haare, aber ich glaube, ich mache jetzt doch zuerst Haare, weil dann können die ein bisschen auskühlen. Und bezüglich Haare habe ich mir überlegt, dass ich eben Locken, aber nicht starke Locken, sondern leichte Locken einfach mache. Weil ich sage euch jetzt gleich warum. Ich habe jetzt ganz verrückte Haare. So, dass man mich halbwegs anschauen kann. Mach mal so. Zuerst aber zu meinen Haaren selbst. Ich bin derzeit eben ein bisschen am Suchen nach einer guten Haircare für meine Haare, weil ich sie irgendwie geschafft habe, dass sie so trocken sind. Beziehungsweise so trocken geworden sind. Ich verwende, by the way, so ein Anti-Frizz-Lotion hier. Irgendwas hatte ich in meiner Kindheit, das genauso gerochen hat wie dieses Ding. So lecker. Ich glaube, das habe ich aber eh auch schon das letzte Mal damals gezeigt, als ich eine After-School-Routine, glaube ich, gemacht habe. Genau. Und das gebe ich mir einfach in die Haare, damit sie nicht anfangen herumzufliegen, wenn ich mir dann die Haare mache. Gut, Leute, ganz wichtig ist Hitzeschutz. Da habe ich so einen Leave-In-Hitzeschutz. Das mache ich mir auch einfach in die Haare, weil als ich sie mir noch mit meinem alten Föhn immer geföhnt habe, habe ich sie mal separiert, eingesprüht mit Hitzeschutz und dann weitergemacht. Aber jetzt, wenn die Locken halt sitzen, ist es viel, viel schneller und einfacher für mich, wenn ich einfach schon komplett präparierte Haare habe und dann nur noch drüber füllen muss. Das geht irgendwie schneller und heute, wo ich eh mehr die Zeit für meinen Kopf brauche als für meine Haare, ist das ganz okay. Gut, das sollte jetzt passen. Ich schaue ein bisschen crazy aus, Leute. Bitte ignoriert das kurz. Ich muss kurz Aufsatz wechseln, einmal mir die Haare durchfrisieren. Und dann geht's schon los. Ich muss die Haare zuerst auch noch unterteilen in Stirnfransen und normale Haare. Dann schaue ich immer aus wie ein Einhorn. So lustig. Nach oben geklippt. So. In die normalen Haare. Erstmal schauen, in welche Richtung wir jetzt gesetzt sind. Okay, also ich nehme die erste Strähne und das saugt sich so von alleine ran. Okay. Und dann drehe ich das einfach noch ein bisschen ein und warte ein bisschen. Und dann einfach rausziehen. Und dann habe ich hier so lustige Mozart-Löckchen und die lasse ich jetzt einfach ein bisschen hier hängen und einfach auskühlen. Und das mache ich jetzt mit den ganzen restlichen Haaren. Danke, Prinzessin. Guten Morgen. Du hast schöne Naturlocken. Ich habe einen Zauberstein bei dir vergessen. Du hast einen Zauberstein bei mir vergessen, stimmt. Wenn du dann so groß bist wie ich, willst du dann auch solche Haare haben? Dann mache ich dir auch solche Haare, ja? Dann kannst du mir das machen. Dann kann ich dir das machen. Thank you.
So, ich glaube, die Haare sind fertig. Ihr könnt es euch mal kurz von hinten auch anschauen. Ich hoffe, das schaut jetzt nicht blöd aus. Lasse ich jetzt einfach so, wie sie sind, auskühlen. Und jetzt kommen noch schnell meine Stirnfransen dran. Da ist es immer so eine 50-50-Chance, wie die werden. Entweder sie werden super gut oder sie werden richtig schier. Ich hoffe ja für mich selber, dass sie heute richtig gut werden, wenn ich diese Präsentation habe. So. Wünscht mir Glück. Ich weiß nicht, wie ich immer ausschaue, aber sie schauen jetzt total verrückt aus, die Haare. Also ich schaue wirklich aus wie ein Steinbock. Aber wenn sich das gelegt hat, schaut es gut aus, Leute. Vertraut mir. Weil dieser Schwung hier ist das Wichtigste. Und wenn ich den geschafft habe, weiß ich, es ist ein guter Hair Day. Und die Enden sind auch schon gecurlt, weil das legt sich sowieso wieder alles. Heute ist ein guter Tag, Gott sei Dank. Gut, es kommt eh schon das Make-up. Seht ihr schon den Unterschied, wie viel größer mein Auge einfach hier ausschaut? Das ist eigentlich krass. Aber das mache ich jetzt noch auf der anderen Seite. Und dann kommen wir eh schon zu den Augenbrauen. Bezüglich Nervosität, wie gehe ich damit um? Also ich bin, obwohl, vielleicht glaubt man es mir nicht oder vielleicht glaubt man es eh oder vielleicht sieht man es mir an oder nicht, aber ich bin, glaube ich, einer der nervösesten Leute, die es gibt. Und ich weiß eigentlich gar nicht warum, weil es gibt so wirklich keinen Grund, nervös zu sein. Weil zum Beispiel, da seid ihr alle lieb und heute bei der Präsentation, ich weiß, dass ich gut vorbereitet bin, beziehungsweise ich hoffe, dass ich gut genug vorbereitet bin auf die Fragen und ich hoffe, dass ich auch vom Text alles passt. Aber ich bin trotzdem extrem nervös, einfach weil auch Mitschüler von mir zuschauen kommen dürfen aus den unteren Klassen, um zu sehen, wie das für sie dann ist. Und lauter solche Kleinigkeiten, und die machen mich sehr nervös. Einfach vor Leuten so eine... Ich glaube, vor allem macht es mich nervös, dass es so wichtig ist. Weil das heute ist schon ein wichtiger Schritt für mein späteres Leben oder halt eben ein Schritt Richtung Abschluss, Abitur, Matura. Und das ist schon ein Big Deal und ich glaube, deswegen bin ich so nervös, weil das ist halt eben etwas Wichtiges und ich möchte das gern schaffen. Na gut, machen wir weiter mit Blush. Ich werde eh noch rot genug werden wegen der Nervosität. Rot ins Gesicht. So, schau mal aus wie ein Clown. Finde ich auch immer ganz nett. Wenn ihr Tipps habt gegen Nervosität, lasst es mich gerne wissen. Ich glaube, Atemübungen werde ich bestimmt noch dann in der Schule machen. Mit Kathi gemeinsam, weil Kathi ist auch so eine nervöse Maus. Und mit Elena auch, weil... Aber Elena ist, glaube ich, recht gechillt. Aber Atemübungen und viel Wasser und nicht zu viel drüber nachdenken. Ja, das fällt mir ja immer besonders schwierig. Ich werde euch jetzt einfach mal kurz mal mein Outfit zeigen, was ich heute anziehen werde. Und zwar habe ich einen Anzug von Hugo. Das habe ich mir selber gekauft. Und da habe ich, die ist gerade umgedreht, diese Bluse, weil die ist irrsinnig empfindlich. Aber ich habe diese wunderschöne weiße Bluse in einem wunderbaren Material. Und die schaut super aus. Das zeige ich euch dann angezogen noch. Und dann ist passend dazu diese Hose hier. Warte, ich drehe sie einmal um. Die hat eben, ist ein bisschen flared, das heißt, sie geht unten ein bisschen auf. Das war mir persönlich sehr wichtig, dass es nicht so eine anliegende Anzugshose ist, sondern eine, die auch ein bisschen über meine Schuhe gehen wird, weil dann ist es nicht alles so eng, sondern es macht eine schöne Figur und es schaut elegant und Business aus, so wie die Lehrer die ganze Zeit sagen, wie wir ausschauen müssen. Und dann habe ich noch hier eben ein Frauensakko. Ich bin super happy, dass ich endlich mal ein Sakko habe, das mir auch passt, weil davor hatte ich immer so oversized, aber das passt zu 100%. Und ja, genau. Das hier ist mein Outfit. Meine Schuhe habe ich da oben drin. Warte, ich zeige euch kurz noch meine Schuhe. Meine Schuhe sind von Bellas. Und das sind solche wunderschönen pinken Ballerina.
Und ich habe ein bisschen Angst, die anzuziehen, weil es heißt ja, es muss alles schlicht sein und schlicht, schlicht, schlicht. Aber die Schuhe passen super gut zu meiner PowerPoint-Präsentation. Und es bin nicht ich, wenn nicht etwas Buntes an mir ist. Das fühlt sich nicht richtig an. Und deswegen habe ich mir gedacht, am wenigsten auffallend sind ja wohl hoffentlich die Schuhe. Und deswegen werde ich die einfach mit meinem Anzug anziehen und hoffe, dass es gut aussieht. Woran erinnern euch diese Schuhe hier? In meiner vorwissenschaftlichen Arbeit geht es um Mozart. Und da sind diese Schuhe sowieso mehr als passend. Aber es war irrsinnig schwierig für mich so herauszufinden, welche PowerPoint ich verwenden werde. Weil Mozart ist ja eigentlich eher, wenn man sich so anschaut, die ganzen Sachen, die es drüber gibt, immer sehr schlicht. So beige, weiß, Farben von damals einfach. Und ich war so, nee, keine Lust drauf. Meine PowerPoint ist komplett knallig, komplett rosa, türkis in Pastellfarben. Und das ist so, finde ich, ein lustiger Crash zwischen der Neuzeit, also zwischen heute und damals eben. Und ich habe die PowerPoint auch Elena und Kathi, meine Freundin, gezeigt und haben gesagt, das bist so du, Ilia. Also das passt so gut zu dir, diese PowerPoint. Also ich hoffe, dass die Schuhe nicht zu sehr ablenken. Guten Morgen! Krieg ich ein Kisses? Mhm. Also, welches Movie willst du? Den blauen. Okidoki. So. Bitteschön. Und ich nehme grün. So. Machen wir ein Wettrennen oder nicht? Weil sonst bist du so schnell und ich bin nicht so schnell. Okay, ja. Ist okay. Dann lass dir schmecken. Mhm. Und das war schon mal mit dem Tams oder mit Natrio. Mhm. Aria, was ist da heute alles drin? Ich schmecke Banane. Ich schmecke Heidelbeer. Mhm. Und was noch? Erdbeeren, weil sie schon rosa ist. Ich schmecke noch Bananen. Und dann schmecke ich noch die ganzen Nüsse, die Mama mal reingibt. Oder nein, das sind eh nur, wie heißen die? Leinsamen. Ich auch. Wir haben was vergessen. Zitrone. Oh. Deswegen schmeckt es ein bisschen sauer. Nach dem Smoothie mag ich auch noch gerne ein bisschen was Salziges, deswegen mache ich mir gerne einen Philadelphia Kresse Tomatetoast, weil ich fahre derzeit urab auf Kresse und es ist sowieso Kressezeit, deswegen liebe ich das. Magst du auch einen Toast? Ja. Dann kriegst du einen zweiten. So. Also Frischkäse, Tomate und Kresse. Und es ist einfach wirklich, wirklich lecker. Ich mag das auch. Ja? Weil es ist auch sehr lecker für mich. Was ist dein Lieblingsessen, Ari, in der Früh? Smoothie. Das hört man doch gerne. Ich habe auch jetzt gerade so gedacht, du lachst. Ja, hast du schon gewusst. Ja. Wo sind eigentlich alle anderen, Aria? Keine Ahnung, die schlafen noch. Okay. Die Arne ist auch nicht da. Also die Arne ist immer die Letzte. Die in der Früh aufsteht, das kennen wir ja schon. Weil die Arne mag immer so ausschlafen. Mhm. Ja, ausschlafen ist eh gut. Drückst du mir für heute die Daumen? Ja. Danke dir, mein Schatz. So, als nächstes Kresse, gibst du mir noch ein Messer, Schatzi? Oh, ja. Oh ja. Dankeschön. So, und jetzt kommt die Kresse. Wie viel Kresse magst du? Ein bisschen. So viel? Mhm. Und jetzt machen wir das drüber wie ein schöner Kuchen. Ups, das ist nicht so schön. Das ist ein bisschen verteilt. So. Wie ein schöner Kuchen. Noch mehr Kresse oder reicht dir? Reicht. Ich will viel mehr. Ich liebe Kresse. Wir lassen es regnen. Ja, ganz viel Kresse regnen. Wie geht's eigentlich deiner Kresse-Raupe? Schon gut. Schon gut? Mhm, weil die da ist schon viel, viel Kresse. Und mein Kindergarten noch keine. Ja, Gott sei Dank.
So. Dann werde ich die Erste sein, die Klasse hat. Ja. Weil die Mama sie immer gießt. Gießt. Ich tue sie auch gießen. So, und wie viele Tomaten willst du haben? Vier Stück. Eins. Ich liebe. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ich nehme auch noch Tomaten. So, hier. Guten Appetit. Mm. Mhm. Ist lecker, oder? Mhm. Mm. Dann lassen wir es uns jetzt schmecken, oder? Mhm. High five. Aria, schau mal, was sagst du zu meinem neuen Bademantel? Wow, süß. Das ist der Aski. Mhm. Süß, oder? Mhm. Und so kuschelig. Habt ihr die gekauft? Nein, die sind bei uns im Shop. Dann kannst du auch ein T-Shirt haben, wenn du willst. Mhm. Mit dem Aski drauf. Willst du? Mhm. Dann machen wir das. Tada! Das sind die fertigen Haare, fertiges Make-up und mein fertiger Look. So sieht das aus. Man kann das hier dann natürlich auch noch zumachen, wenn man möchte. Aber ja, genau, ich lasse es jetzt offen und werfe die Bluse hier einfach nur ein bisschen so drüber. Und die Schuhe habe ich auch schon an. Und ich werde jetzt einfach noch, um für mich selber zu wissen, ich kann die Präsentation gut genug, sie jetzt nochmal durchgehen und dann kann ich euch auch gleich die VWA-Präsentation zeigen und euch ein bisschen so andeuten, was ich dazu sagen werde. So. Man sieht, ich habe noch geübt. Gestern am Abend. Aber genau, wie gesagt, es ist sehr rosa gehalten. Das ist meine Präsentation. So schaut sie aus. Ich werde euch dann gleich nochmal durchklicken, aber hier mal so einen kurzen, schnellen Überblick. Genau. Ich werde sie jetzt einfach mal starten und euch dann erklären, wie ich anfange. Also ich fange an mit einem Zitat aus der Zauberflöte von dem Tamino, weil das hier ist ein Foto vom Tamino mit der bösen Schlange. Und ich beginne mit: zu Hilfe, sonst bin ich verloren. Und dann erkläre ich eben, kaum jemand wird heutzutage versuchen, mit diesen Worten einer listigen Schlange zu entkommen. Und darum geht es unter anderem in meiner vorwissenschaftlichen Arbeit, die ich Ihnen heute präsentieren werde. Mozarts heroische Helden erklärt am Beispiel des Tenors Werner Hollweg. Das ist mein VWA-Thema gewesen, meine lieben Leute. Mozarts heroische Helden erklärt am Beispiel des Tenors Werner Hollweg. Werner Hollweg war mein Großvater und Mozarts heroische Helden an sich sind eben all seine Heldenfiguren, die er in den Opern verwendet hat. Also eben der Tamino oder der Titus oder Idomeneo, das sind so die, also La Clemenza di Tito, die Zauberflöte, die Entführung aus dem Serail und Idomeneo sind die vier Opern, auf die ich mich spezialisiert habe. Das war jetzt nicht die chronologische Reihenfolge. Aber ja, genau. Und dann sage ich kurz etwas über Mozart, warum für mich Mozart so wichtig ist, weil ich habe ja auch einen sehr familiären Bezug dazu und das ist auch ein Pluspunkt bei der VWA, ob es einen persönlichen Bezug dazu gibt. Und da sage ich eben, dass beide meine Großväter Opernsänger waren und es mich schon mein ganzes Leben lang Mozarts Musik geprägt hat und ich mich eben auf meinen Großvater, den Werner Hollweg, gern beziehen möchte in dieser Arbeit. Und auch bei uns zu Hause tragen viele Mozart-Namen, da gehöre auch ich dazu. Ich bin Ilia aus Idomeneo. Und dann eben zu Mozart selbst einmal erkläre ich ein bisschen was. Nicht so eine typische Biografie, sondern eben seine Zeit, er ist in die Aufklärung hineingeboren und wie ihn das eigentlich beeinflusst hat, auch für seine Stücke, die er geschrieben hat. Und da rede ich eben auch davon, weil in der Aufklärung hat sich die Menschheit ja abgewendet von Gott und wollten eben die Realität der echten Natur herausfinden. Und Mozart blieb aber seinem lieben Gott immer treu. Das heißt, es ist eigentlich ein extremer Gegensatz. Weil eigentlich sagen alle neue Zeit und wir wenden uns ab von Gott, aber er sagt, nein, ich bleibe meinem lieben Gott treu. Dann eben die vier Opern. Das ist Idomeneo, die Entführung aus dem Serail, die Zauberflöte und La Clemenza di Tito. Das ist übrigens mein Großvater. Und wir mussten, also diese ganze Präsentation hat mich so viel Zeit gekostet und es gab Leute, die haben eine noch aufwendigere als ich. Also
Live, Love, Love. Dann eine kurze Biografie über meinen Opa. Erzähle ich nur ein bisschen was. Dann eben kommen wir zu den Inhaltsangaben von Idomeneo Redicreta. Dann geht es weiter zu einem Hörbeispiel von meinem Großvater aus der Aria Fuori del Mar. Können wir jetzt überspringen. Die Entführung aus dem Sarai. Ich habe da so super schöne Fotos. Habe ich auch kurz erklärt. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsfolie. Und zwar zu die Zauberflöte. Ich liebe das. Also das ist so schön bunt und I love it. Und La Clemenza di Tito ist mein letztes und dann beende ich mit einem Hörbeispiel von meinem Großvater. Ja, genau. Und das ist meine ganze Präsentation. Und ich habe immer, als ich geprobt habe, nicht unter fünf Minuten geschafft, ja. Ich war immer drüber. Also was ich gehört habe von den letzten Jahren, sie sind nicht so streng, aber ich hoffe, dass sie es mir nicht übel nehmen. Also ich bin echt gestresst, dass sie einfach so sagen, so Stopp, Zeit ist aus, Minuspunkt und wir machen gleich mit den Fragen weiter. Davor habe ich echt, echt Angst. Aber hoffen wir einfach mal, dass es gut wird. Und der Laptop kommt mit, weil wir dürfen selber anstecken. Und hier habe ich jetzt noch kurz in dieser coolen neuen Make-up-Bag einfach ein bisschen was zum Auffrischen mit. Meine Haarbürste eben, Mascara und Blush und all diese Sachen. Habe ich da noch mit, weil die kann man so gut auffalten. Und hier hat mir meine Mama noch eine kleine Survival-Bag gemacht. Da kommt dann noch meine Trinkflasche rein, eine kleine. Und da habe ich einfach Essen mit, dass ich ein bisschen hier auch Zuckerwaffeln, damit ich meine Nerven nicht komplett hinschmeiße und komplett aufgebe. Genau, das heißt, die kommen auch noch mit zu mir in die Schultasche. Und meine lieben Leute, es ist eh schon spät, ich muss jetzt eh schon in die Schule fahren. Wünscht mir bitte alles Glück der Welt. Filmen werde ich dort wahrscheinlich nicht dürfen. Ich würde irrsinnig gerne meine VWA aufnehmen, aber das darf ich nicht, weil das ist eine Prüfung und das darf man nicht zeigen. Aber ihr könnt es euch dann einfach vorstellen und ich berichte euch dann am Abend, wie es war. Wünscht mir Glück, ciao, bis später, hoffentlich.